Nachdem wir uns nun einen Überblick über Zugangsdaten im Allgemeinen verschafft haben, geht es im Folgenden vertieft um Passwörter, um die Gefahren, Unsicherheiten und Möglichkeiten, die mit Passwörtern verbunden sind. Trotz vieler anderer Möglichkeiten, sich zu authentifizieren, sind Passwörter nämlich immer noch ein ganz zentrales und unterschätztes Werkzeug, um Daten zu schützen. Da sie so verbreitet sind und mit ihnen einige Sicherheitsprobleme verbunden sind, sehen Angreifer hier auch ein großes Potenzial für sich. In der Tat gilt der Mensch als eine der größten Schwachstellen für die IT-Sicherheit. Laut einer Studie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI kurz genannt, ist die wichtigste Ursache für erfolgreiche Cyberangriffe auf Unternehmen bzw. Institutionen das unbeabsichtigte Fehlverhalten von Mitarbeitern. Dazu ist hier ein Link eingeblendet. Ein laxer Umgang mit Passwörtern spielt dabei eine zentrale Rolle. Der beste Weg, den richtigen Umgang mit Passwörtern zu lernen, ist zu verstehen, wie Passwörter geknackt oder umgangen werden. Folgend stellen wir dir einige der gängigsten Methoden vor. Erstens, Methoden, um Passwörter durchzutesten und zweitens auch Methoden, um Passwörter clever zu erraten oder zu erfragen.